Pferdewirtin Alexa Bravol und Azubi Florian Niederstrasser. Angespannt vorne links das Standardpferd LVV Mugliani, vorne rechts an der Stange Donner Groll und den beiden Folgen von links nach rechts Federsee, Dax, Marquardt, Marcello, Frento und Wilder Retter. Und wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, mal nach Marbach kommen, zum übrigens ältesten Haupt- und Landgestüt in Deutschland, dann können Sie unter anderem die Achenbachsche Fahrlehre genauer kennenlernen, denn hier wird Achenbach gefahren. Zweckmäßigkeit ist das oberste Gebot der Achenbachschen Fahrlehre. Die tierische Zugkraft soll dabei optimal ausgenutzt werden. Dabei sollen die Pferde natürlich möglichst geschont werden und das mit einem hohen Maß an Sicherheit. Benno Achenbach, geboren 1861, Düsseldorf, gestorben 1936 in Berlin, war Begründer der deutschen Fahrkunst. Mit seinem Namen wird nach wie vor die hohe künstlerische Fahrtechnik, die Achenbachsche Fahrtechnik, ausgedrückt. Das Fahren sechsspänniger oder größere Gepäckstangen hat er allerdings abgelehnt. Aber hier bei den German Masters in der Schleierhalle ist das natürlich ein absolutes Schmankerl und eine Premiere. Noch einmal unser Applaus für Karl-Heinz Blair und sein Team, das Team vom Haupt- und Landgestüt Marbach.